Bremen gehörte in der Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg ohne Zweifel zu den schönsten Städten in Deutschland. Wie eine historische Spurensuche in der Stadt heute noch leicht erahnen lässt. Die Altstadt mit ihren schmalen Gassen galt als ein architektonisch geschlossenes Kunstwerk. Der Schnoor, das Weserufer, die Langenstraße und die Bürgerhäuser mit ihrem historistischen Fassadenschmuck wurden genauso wie die Ansgarikirche oder der Marktplatz von Fremden und Einheimischen gleichermaßen bewundert und geschätzt. Das alte Bremen, das wir so leicht zu verklären versucht sind, unterlag natürlich dem geschichtlichen Wandel, wurde von Menschen gestaltet und verändert. Im Zuge der stürmischen Entwicklung nach der Bismarckschen Reichsgründung 1871 veränderte die Stadt ihr Gesicht. Geschichtliche Spuren wurden ausgelöscht, dem Zeitgeist entsprechend Neues an ihre Stelle gesetzt. Dennoch sind die Veränderungen marginal, verglichen mit den Einbrüchen in Stadtbild und Stadtentwicklung, die der Zweite Weltkrieg mit sich brachte. So markieren 1871 und 1945 zwei Eckpunkte in der Geschichte Bremens, die den Wandel der Stadt von einem spätmittelalterlichen Gemeinwesen zu einem modernen Industriezentrum charakterisieren. Es wird den Menschen wohl in dieser Stadt, meinte ein Reiseschriftsteller, der Bremen im ausgehenden 19. Jahrhundert besuchte und lobte weiter den ansprechenden Ausdruck einer frischen, kräftigen, fleißigen, frohen, behaglichen Bürgerlichkeit. In der Tat hatte eine lange Handelstradition Wirtschaft, Lebensstil und Atmosphäre der stolzen Hansestadt geprägt. So konnte unser Chronist notieren, dass in Bremen Ehrbarkeit, Zucht, Fleiß und Sitte neben Bildung und Weltkenntnis in so anspruchsvollen Formen anzutreffen sein. Bis nach Südfrankreich, England, Skandinavien und vor allem nach Nordamerika trieben die Bremer Kaufleute Handel. Schon um 1250 war die Schlachte ein mit Holzpfählen und Flechtwerk befestigter Anlege- und Umschlagplatz und blieb bis zum Ende des 18. Jahrhunderts der Bremer Haupthafen. Zur Martinistraße hin lagen die Kaufmannskontore, die Backsteinmauern der Packhäuser standen direkt im Weserwasser. An den Kränen und den nahen Mühlen herrschte für gewöhnlich reger Betrieb. Mit Flaschenzügen wurden die Waren direkt aus den Leichtern in die Packhäuser gehievt. Maskopfträger transportierten Ballen und Kisten auf ihren Sackkarren in die Innenstadt. Die Portenslüter bewachten die Schlachtpforten und regelten den Zugang zum Hafen. Um die Jahrhundertwende wurde Bremen zum führenden Kaffee-Importplatz Deutschlands. Großröstereien prägten ebenso das Bild Bremens als Kaffeestadt wie die zahlreichen typischen kleinen und mittelständischen Eigenröstereien. Tabak, Wolle, Baumwolle, Reis, Getreide, Holz, Wein, Bier und Kolonialwaren aller Art machten den Grundstock der Bremer Handelsbeziehungen aus.
Einmal war das alte Gepräge der Kaufmannsstadt da. Die Hafenwirtschaft hatte damals natürlich ihre ganz besondere Bedeutung, sowohl im In- und Export, aber auch noch in der Verarbeitung. Wir waren damals noch im Zollausschluss, also Ausland für die Zollgemeinschaft, und haben relativ viel noch unmittelbar produziert, was reinkam und gleich wieder rausging. Aber dann auch festgestellt, weil wir uns nicht im Zollverein angeschlossen hatten oder dann später im Deutschen Reich den Zollregelungen, dass ein Teil der Wirtschaft, die in Deutschland verkaufen wollten, sie aus Bremen heraus verlagerten. So haben wir damals ja die Zigarrenindustrie verloren, als ein Beispiel. Auf der anderen Seite entwickelten sich dann in Bremen, praktisch im Bremer Westen, die verschiedenen Werften als eine der wichtigsten industrialisierten Bereiche, die Bremen damals hatte. Und Zug um Zug kam dann alles das, was zur Werftbau dazugehörte, vom Maschinenbau, anderen Bereichen. Und nach 1900 kamen ja die ersten Automobilfabrikationen, am Ende mit dem großen Bereich von Borchwardt. Bis 1914 veränderte sich das Bremen von 1870, 71 zu 14 rapide. Es wurde ein moderner Industriebereich. Wenngleich immer noch die Kaufmannschaft auch im politischen Einfluss dominierte, nicht nur im Bürgerschaft und Senat, sondern insbesondere in der Handelskammer. Die Bremer Kaufleute hatten ihre Geschäfte ursprünglich stark auf den Import ausgerichtet. Im Umland wurden kaum exportfähige Güter produziert. So war es eine weise Entscheidung, sich im Auswanderergeschäft, das bald einen rapiden Aufschwung nahm, als Auswanderungshafen mit gutem Ruf zu profilieren. 1857 gegründet, stieg der Norddeutsche Lloyd zu einer der weltgrößten Reedereien im Auswanderergeschäft und im Passagier- und Kreuzfahrtwesen auf. Insgesamt wanderten mehr als 7 Millionen Menschen über Bremen aus. Ab 1885 wurde der Hafenausbau energisch vorangetrieben. Der Europahafen entwickelte sich zu einem bedeutenden Großprojekt, das die Aufbruchstimmung der Gründerjahre eindrucksvoll zum Ausdruck brachte. Schon im ersten Betriebsjahr legten 280 Dampfer und Segelschiffe an den Kaien an. Der Überseehafen wurde 1906 in Betrieb genommen. Ein Reiseführer schwärmte über das Panorama. Hier sind die 10.000 und 20.000 Tonner zu Hause. Die Riesen des Atlantik. Eine Voraussetzung für den Bau moderner Häfen in Stadtnähe war die sogenannte Weserkorrektion. Ludwig Franzius bahnte der Flut den Weg zur Stadt, lobte man den verantwortlichen Ingenieur. Auch damals gigantische 30 Millionen Goldtaler konnte der Professor für Wasserbau ausgeben, damit die ozeangängigen Frachtschiffe und Passagierdampfer Bremen wieder erreichen konnten. Die Wolkenkratzer der Rolandmühle galten seinerzeit als der höchste Industriebau in ganz Europa, Sinnbild des industriellen Umschlags von Getreide. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg war Bremen die Stadt mit dem höchsten Bierexport in Deutschland. Beachtliche Erfindungen und neue Röstmethoden modernisierten auch die Kaffeeproduktion. Um die Jahrhundertwende gründeten Bremer Kaufleute mit der Bremer Wollkämmerei in Blumenthal, der Delmenhorster Nordwolle und der Waller Jute renommierte Betriebe der Textilindustrie. Motor der Industrialisierung Bremens war allerdings der Schiffbau. Auf den neuen Großwerften, wie der AG Weser, den Atlaswerken oder dem Vulkan, wurden die Schiffe bald aus Stahl gebaut und mit Dampfmaschinen angetrieben. Nieter, Schweißer, Schlosser fanden nun hier Arbeit. Zeitweise waren allein auf der AG Weser bis zu 12.000 Arbeiter beschäftigt. . 1905 war die AG Weser von der Stefanie Kirchweide zum Gröpelinger Werder umgezogen. Viele Jahrzehnte sollten die Helden der Werft das Leben in Gröpelingen bestimmen. Der stark gestiegene Eisenbedarf,
vor allem im Schiff- und Maschinenbau, ließ auch die Schwerindustrie in Bremen Fuß fassen. Mit Kapital des norddeutschen Lloyd wurde 1908 die norddeutsche Hütte am Nordende des Industriehafens in Werderland errichtet. Zunächst wurden zwei Hochöfen angeblasen, 1911 kam ein dritter hinzu. Karl Borgwardt. Die Bremer Autoindustrie ist eng mit diesem Namen verbunden. Einen guten Ruf hatte sich der Autokonstrukteur bereits mit dem sogenannten Blitzkarren und dem dreirädrigen Goliath erworben. Die Goliath-Werke Borgwardt und Co. übernahmen 1927 die Aktienmehrheit der Hansa-Lloyd-Werke, die unter anderem in Hastedt LKWs gefertigt hatten. Im folgenden Jahrzehnt nahmen die Borgwardt-Automobil- und Motorenwerke in ihren legendären Produktionshallen in Sewaldsbrück die Arbeit auf. Die Modellpalette umfasste unter anderem den Hansa 1100. Knapp 3000 Mark kostete dieser Typ. Der größere Bruder hatte als Sportcoupé 6 Zylinder und 40 PS. Der Hansa 2000 war eine Vorzeigelimousine, die mit einem 6-Zylinder-Motor und 48 PS eine Höchstgeschwindigkeit von 115 Stundenkilometern erreichte. Im Jahre 1928 schrieb man in Bremen Weltgeschichte. Den Ozeanfliegern von Hünefeld, Köhl und Fitzmaurice, die als erste den Atlantik in Ost-West-Richtung überflogen hatten, wurde vor dem Hotel Hillmann am Herdentor und auf dem Marktplatz ein triumphaler Empfang bereitet. Das Flugunternehmen ließ als wagemutige Pioniertat die nationalen Emotionen hochkochen. Mit ihrem Flugzeug Bremen hatten die Flieger nach ca. 4500 Kilometern per Bruchlandung eine Insel vor der Küste Neufundlands erreicht. Die Konstrukteure Heinrich Focke und Georg Wulff hatten in Bremen schon 1924 begonnen, Flugzeuge am Rande des Flughafens im neuen Landerfeld zu bauen. Berühmt wurden beide mit der erfolgreichen Entwicklung des Focke-Wulff-Windmühlenflugzeuges, Hulgo-Hubschrauber. Viele andere bekannte Flugzeuge, wie die FW-200 Condor, verließen die Fertigungshallen in der Bremer Neustadt und schwebten forthin durch die Lüfte. Soweit ich das erinnere, hat ein außerordentlicher Wandel in der Infrastruktur stattgefunden. Alleine schon zum Beispiel auch dadurch, dass eben die Motorisierung ja sehr gefördert wurde. Ich erinnere noch, dass ich als kleiner Junge, ich war in der Schwarzer Heerstraße und als Autonarr, wie wohl jeder kleine Junge, die Autos mir betrachtete, die vor unserem Fenster auf der Schwarzer Heerstraße entlang fuhren. Das waren vielleicht zuerst, weiß nicht, 5, 6 in der Stunde. Nachher war es aber schon ein recht lebhafter Verkehr. Vor dem Kriege dann noch nicht mehr. Und ich erinnere noch sehr gut, wie ich mit meinem Vater zum ersten Mal die Autobahn befahren habe, nachdem die fertig wurde. Man hat eben doch in der Infrastruktur, in der technischen Entwicklung, was ist damals alles gemacht worden? Die Eisenbahn, der fliegende Hamburger, den es damals gab. Wie oft stand ich hier auf unseren Spazierwegen, auch durch den Stadtwald, an der Schranke dort. Ich war bei dieser hochelegante Triebwagen, creme und rot abgesetzt. Ich war, und der fuhr ja damals schon von Bremen nach Berlin. Das
ist schon beachtlich gewesen und das sahen wir Kinder auch, kriegten das immer wieder weiter mit. Nicht? Gut, die Straßenbahnen wurden moderner. Ich erinnere noch die alten Perronwagen mit dem offenen Perron da vorne. Das wurden dann nachher schicke Straßenbahnen. Aber ich kenne eine kleine niedliche Geschichte von meinem Vater, die er erzählte aus seinem Elternhaus, allerdings noch vor dem Ersten Weltkrieg. Da kamen ja die Torfkähne immer noch auf dem Torfkanal und brachten den Torf für die Winterheizung. Und dann kam also auch eines Tages wieder der jährliche Torf, ja doch Torflieferant, zu meiner Großmutter in die Holler Allee und fragte sie, wie viel Torf sie denn haben wollte für die Wintersaison. Und da sagte sie, oh, da will ich mal eben meinen Mann fragen. Und geht ans Telefon, so ein schwarzer Kasten damals, und kurbelt, nicht wahr? Und hat dann tatsächlich dann meinen Großvater am Telefon und also bespricht das mit ihm. Und dann legt sie auf und dann sagt sie dem da stehenden Torfbauern, ja, also so und so viele Zentner, mein Mann. Und dann sagt er ganz treuherzig, Frau Senator, wollen Sie mir denn sagen, ja, dass Ihr Mann da in dem kleinen schwarzen Kasten sitzt? Der hatte natürlich so ein Telefon noch nie gesehen. Auf der alten B6 Richtung Bremen. Torfkähne waren ein Symbol der vergehenden ländlichen, der vorindustriellen Zeit, in der der Rhythmus der Natur das Leben diktierte. Das Auto ist die neue Zeit. Noch verläuft der Sommerweg für Pferdefuhrwerke neben der Autostraße. Doch hinter der Lesumbrücke beginnt die Stadt. Pferdewagen gehören zum Stadtbild dazu, sind noch unverzichtbares Transportmittel. Die Heerstraßen verbinden die Außenbezirke mit dem Zentrum. Der Verkehr nimmt wahrhaft moderne Ausmaße an. Am Brill wimmeln Straßenbahnen, Pferdegespanne, Fahrradfahrer und Fußgänger, Laster und Limousinen durcheinander. Auch die Obernstraße hat die Idylle der Bürgerlichkeit verloren. Richtung Hauptbahnhof herrscht Hektik. Über die Kaiserbrücke quält sich der Verkehr. Die große Weserbrücke, früher Börsenbrücke, ist ein monumentaler Bau der Kaiserzeit. Sie läuft direkt durch die Wachtstraße auf die Börse am Markt zu. Am Altstadtende ist sie eingesäumt von prächtigen Kaufmannsvillen, wie der des Weinhändlers von Kapf. Der Osterdeich war die villenbestückte Prachtallee Bremens. 1893 neu angelegt, war man nun vor den Wassermassen der Weser bei Überschwemmungen einigermaßen sicher. Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich aus den Pagenturner Bauernhöfen die östliche Vorstadt entwickeln konnte. Bis zur Jahrhundertwende entstand ein dicht bebautes, sozial und kulturell vielschichtiges Viertel. Hier hatten die Gildemeisters, Rutenbergs und Paulis ihre Villen. Im Milchquartier wohnten Handwerker, um die Humboldt-, Mathilden- und Bismarckstraße Kaufleute, Geschäftsinhaber, Beamte und Akademiker. Das wohlhabende Bürgertum baute sich seine Bremer Häuser zum Beispiel am Dobben, in der Kohlhöker Straße und im vorderen Schwachhausen. Im Souterrain lagen die Wirtschaftsräume, die Dienstboten waren unter dem Dach untergebracht. Das Hochparterre war die Belle Etage, mit einer edlen Inneneinrichtung im historistischen Stil. Es war ein bürgerliches Flair, das Ostertor und Steintor umgab. Und doch hatte das Leben auch in der Vorstadt urbane Züge. In Bremen existierten zwei Kulturen, eine bürgerliche und eine proletarische. Wirtschaftsunternehmen siedelten sich an den Stadtgrenzen an.
Die Bevölkerungszahlen wuchsen, die Vorstädte und Außenbezirke wurden Teil des städtischen Lebensraumes. Beschauliche Dörfchen entwickelten sich zu urbanen Arbeitervierteln. Gröpelingen zum Beispiel hatte vor gut 100 Jahren keine 2000 Einwohner. Der Durchstich der Langen Bucht im Zuge der Weserregulierung, Hafenausbau und Umzug der AG Weser ließ die Zahl der Einwohner auf 35.000 hochschnellen. Um 1900 verdienten Arbeiter ungefähr 3 Mark am Tag. Dafür konnte man knapp 2 Pfund Rindfleisch kaufen. Frauen kamen mit ihrem Lohn auf die Hälfte. Kein Wunder, dass die Bremer Häuser der Arbeiterfamilien etwas kleiner ausfielen. Sie hatten kein Souterrain und kein Dachgeschoss, manchmal auch kein Hochparterre. Sozialreformer sprachen gelegentlich gar vom Elendsquartier. Armut nährt gesellschaftliche Utopien und revolutionäres Potenzial. Die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften hatten einen großen Rückhalt in der Industriearbeiterschaft. Die Sozialdemokratie gewann mit Beginn der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts zunehmenden Einfluss. Zahlenmäßig, der Einfluss wurde immer sichtbarer in den Reichstagswahlen, wo dann auch stark sozialdemokratisch gewählt worden ist. Er war nicht so stark in der bremischen Bürgerschaft, denn wir hatten eine Verfassung, die 8 Klassen vorsahen. Und diejenigen, die für die Arbeiterschaft wählen konnten, die nicht Besitzenden im eigentlichen Sinne, hatten eine zu kleine Zahl von Abgeordneten zu stellen im Verhältnis zu denen, die in Bremen das Schwergewicht hatten. Es war interessanterweise nicht eine Klassengesellschaft nach Kapitalverständnis, sondern die wichtigste Gruppe, die im Parlament vertreten war, war die akademisch ausgebildete Gruppe. Dann kam die Großkaufmannschaft, dann das mittlere Gewerbe und dann hatten wir ja noch 2 eigenständige Städte. Fegesack und Bremerhaven, die vertreten waren, und dann die 13 oder 15 Landgemeinden. In Bremen war in der wichtigsten Zeit in den 80er und 90er bis 1905 der Sprecher für die Sozialdemokratische Partei Friedrich Ebert gewesen, der nun sozusagen dem reformerischen Flügel angehörte. Als er ging, veränderte sich in der Partei, nicht in den Gewerkschaften. Und damals wurde Wilhelm Pieck, was viele gar nicht wüssten, Sekretär der Sozialdemokratischen Partei bis 1911. Es gab also sozusagen einen theoretisch linken Flügel, relativ stark, aber noch nicht revolutionären Flügel in der Sozialdemokratischen Partei in Bremen und auf der anderen Seite in der gewerkschaftlichen Arbeit den starken reformerischen Bezug. Und dazwischen standen sozusagen die Intellektuellen, die Lehrer, die Bildungs- und Fortbildungsfragen machten, die eine eigene Kulturorganisation schufen. Kaiser Wilhelm II. War häufiger und gern gesehener Gast in Bremen. Ein Zeichen für die anerkannte Stellung der Hansestadt im Reich. Ob deutsch-konservativ oder national-liberal, das Bremer Bürgertum war sicherlich kaisertreu. Pardon wird nicht gegeben, hatte der Kaiser in seiner berühmt-berüchtigten Hunnenrede in Bremerhaven markig von sich gegeben. Mit Flottenbauprogramm und Aufrüstung steuerte Deutschland direkt in den Krieg. Nachdem die militärischen Erfolge spärlicher geworden waren und die Versorgung mit kriegswichtigen Gütern bedrohlich schlecht wurde, zelebrierte man Einzelerfolge als grandiose Siege. 1916 war es dem Handels-U-Boot Deutschland gelungen, die englische Blockade zu durchbrechen und Nickel, Zinn und Rohgummi aus New York nach Bremen zu schaffen. Die Fahrt an Fegesack vorbei geriet zum Triumphzug. Ein zweites Handels-U-Boot mit dem Namen Bremen blieb allerdings schon während seiner ersten Fahrt verschollen. Als die alte Zeit endete 1918, am gleichen Tag, als der Arbeitersoldatenrat sozusagen die Macht im Rathaus übernahm, tagten noch in der Bürgerschaft einen Ausschuss für die Verfassungsreform und hatten den Frauen das Wahlrecht abgesprochen. Sie hatten noch gar nicht gewusst, dass sie nicht mehr dran waren. Im November 1918 meuterten die Soldaten der Kaserne am Neustadtswall. Am gleichen Tag konstituierte sich ein Arbeiter- und Soldatenrat. Am 10. Januar 1919 wurde die Bremer Räterepublik ausgerufen. Die Menschen waren kriegsmüde und sehnten sich nach Frieden und Brot. Schon im April 1916 hatte es Brotkrawalle gegeben. Bald gehörten Brotschlangen und Hungermärsche
zum Bremer Alltag. Die Bremer Räterepublik lebte genau 25 Tage. Im Februar 1919 wurde sie durch die Division Gerstenberg und das Freikorps Kaspari blutig niedergeschlagen. Ich erinnere an das Freikorps Kaspari, wo übrigens auch, ja, auch mein Vater mitgemacht hat und den Sturm auf Bremen dann mitgemacht hat. Ich war während sein Vater als Senator eingekerkert von den Räten unten im Keller des Rathauses saß. Ich war, wie viele junge Bremer damals, ich war, also ist er da rausgegangen, ich war, er hat dem Aufruf gefolgt. Die haben sich auf abenteuerlichen Wegen, er erzählt, dass er um Mitternacht mit ein paar Freunden los ist und um kein Aufstehen zu erreden, über Lilienthal raus und dann ganz hinten rum, um das Freikorps Kaspari, was ja irgendwo an der Weser da hinten stand, zu treffen. Nicht wahr? Und da haben sie dann ein paar Waffen in die Hand gedrückt gekriegt und sind auf Bremen zu marschieren. Der Senator, den die Räte im Rathauskeller eingesperrt hatten, war Heinrich Böhmers. Er, Chef eines traditionsreichen Weinhandelshauses, war schon seit 1909 Senator und sollte es bis 1931 bleiben. Böhmers war ein typischer Repräsentant der alten Elite Bremens, deren Macht nun nach dem Scheitern der Räterepublik wieder hergestellt war. Immer einen sehr, sehr engen Zusammenhalt, wie übrigens auch heute noch, innerhalb der Kaufmannschaft gegeben. Dadurch, dass man sich eben in vielen Gremien immer wieder traf, nicht wahr? Sei es in der Handelskammer, sei es auch in Hausseefahrt, sei es in Aufsichtsräten oder Beiräten und. Nicht? Und das war sicherlich immer die Elite Bremens, wie ich vorhin schon sagte, mit der kleinen Einschränkung, dass sie sich vielleicht zeitweise zu sehr abkapselte. Gleichsam symbolisch dominierte die Börse am Markt wuchtig die niedriger gelegenen Stadtteile. Die politische Macht war der Elite vorbehalten. Die Unterprivilegierten lebten im Schnorr. Die gesellschaftlichen und religiösen Minderheiten, die nicht zünftigen Handwerker, die Katholiken, die Juden. Über dem alten Börsengang bestimmten die mächtigen Domtürme weithin die Silhouette der Stadt. Der lange verwahrloste Dom wurde um 1890 umfangreich restauriert und durch einen zweiten Turm aufgerüstet. Die Bronzetüren der Eingänge wurden mit Motiven aus dem Alten und dem Neuen Testament verziert. Im Bleikeller lagerten ursprünglich die Bleiplatten, die man zum Dachdecken brauchte. Geheimnisvollerweise mumifizierten in diesem Raum aber auch die hier beigesetzten Toten. In den Nischen im Inneren des Doms stellte man heiligen Figuren und Gestalten der Bremer Kirchengeschichte auf. Um den Dom herum gruppierten sich Bismarck-Denkmal, Turmbläser und Wilhadi-Brunnen. Am Kopfende des Domshofes versprühte der Teichmannbrunnen sein Wasser. An der Westseite des Rathauses thronte die Reiterstatue Wilhelms I. Die beiden Reiter vor dem Ostportal stellte man anlässlich der Weltausstellung in Paris im Jahre 1900 dort auf. So wurden Domshof, Marktplatz und Liebfrauenkirchhof als geschlossenes architektonisches Kunstwerk im Sinne des Deutschen Kaiserreiches inszeniert. Äh,
Ich bin die Enkelin des Malerehepaares Fritz und Hermine Overbeck, die in Wabswede gelebt und gemalt haben und als solche hier auch bekannt sind, vor allem Fritz Overbeck, mein Großvater. Die Landschaftsmalerei blühte ja damals auf, die Natur zur Lehrmeisterin zu machen, zum Thema zu machen. Das war ja damals ganz in Mode. Die Rückbesinnung auf die Natur war das gemeinsame künstlerische Leitmotiv der Worpsweder Maler wie Vogler, Mackensen, Modersohn und Overbeck. Mit der Auswahl von Motiven aus der Landschaft des Teufelsmoores setzten sie einen Kontrapunkt zum modernen Leben in den Städten. Ihre Bilder gerieten zu künstlerischen Zeugnissen einer im Verschwinden begriffenen dörflichen Lebensweise. Die Worpsweder grenzten sich auch von dem Kunstpapst Arthur Fitger ab, der Wandbilder historischen und religiösen Inhalts malte, die dann repräsentative Gebäude wie das Haus Seefahrt oder den Ratskeller schmückten. Das war der Gegenpol, nicht? Die Historienmalerei und eben diese rückwärtsgewandte, historisch gerichtete eben Einstellung. Fitger hat ja diese Worpsweder, junge Worpsweder-Gruppe überhaupt nicht ernst genommen und für also ungeistig und roh angesehen und auch deren Qualität auch gar nicht erkennen können. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde ein anderer Worpsweder-Künstler, Bernhard Höttger, für die Kunstszene Bremens wichtig. Er widmete sich dem neuartigen Gebiet der Vermarktung von Kunst. Im Café Verrückt, wie sein Worpsweder Etablissement bald allgemein genannt wurde, präsentierte er Kunstausstellungen. Höttgers Name ist eng verbunden mit der künstlerischen Ausgestaltung der Böttcherstraße nach 1926. Zunächst sollte Alt-Bremen in der Böttcherstraße neu erstehen. Mit Höttger hielten avantgardistische Elemente in diesem Kunstensemble Einzug, das die Werthaftigkeit der nordisch-atlantischen Kultur zum Ausdruck bringen sollte. Vor allem die Figur des über dem Portal des Haus Atlantis hängenden germanischen Gottes Odin verdeutlicht Höttgers Nähe zu den verquasten Theorien, die behaupteten, dass die Urheimat der nordischen Rasse im sagenhaften Kontinent Atlantis läge. Spiritus Rector des Böttcherstraßenprojektes war der Bremer Kunstmäzen Ludwig Roselius, ein für die steife Bremer Kaufmannswelt schillerndes Enfant terrible. Er arbeitete an der Erfindung des koffeinfreien Kaffees und gründete Café Haag, um seine Erfindung gewinnbringend umsetzen zu können. In seiner Firma führte Roselius neue Vertriebs- und Versandmethoden ein, um sein Absatzgebiet auszuweiten. Auch in der Werbung ließ Roselius neue Wege beschreiten. Er entwickelte ein künstlerisches Design für seine Produkte und ließ Werbefilme herstellen, die sich durch seinerzeit neuartige Montagetechniken auszeichneten.
Aus den 20er Jahren, aus einer Zeit, als auf dem Marktplatz noch, wie es sich für einen Marktplatz gehört, Marktbuden standen und der Blumenverkäufer auf dem Liebfrauenkirchhof eine feste Institution war, klingen die Worte einer Schriftstellerin. Zwischen dem Dauerlärm der Straße suchen auch heute immer noch an ruhigeren Stellen einzelne Stimmen mit langgezogenen Rufen von schwer deutbaren Worten sich zu Gehör zu bringen. Der Bauer aus dem Moore, der den Torf anpreist, der Lumpensammler, die Frau, die mit Körben voll Granat auf Handel geht. Auch wenn der Domshof noch von einer anheimelnden Baumreihe umgrenzt war, so ist doch unschwer der romantisierende Unterton dieser Worte zu erkennen. Tatsächlich lebten immer weniger Menschen in der Innenstadt. Das Stadtzentrum war zur City, die U-Bahn-Straße zu einer Einkaufsstraße geworden. Die City-Bildung hatte die Wohnbevölkerung in die Vorstädte verdrängt. Eine Einkaufstour oder ein Schaufensterbummel waren zu einem Freizeiterlebnis geworden, das weithin Anklang fand. In der Sögestraße eröffneten exklusive Schmuckgeschäfte. Der Herdentor-Steinweg wurde zur zentralen Verbindung zwischen Bahnhof und City. So konnten auch Leute aus den Vororten und von außerhalb zum Bummeln kommen. Wurden damals schon Lose für den Bürgerpark-Tombola verkauft? Der Wall verbindet die Neustadt mit dem Bremer Westen. Das 1908 vollendete Polizeihaus schließt mit einer prunkvollen, durch Türme und Dachreiter überhöhten Fassade die eigentliche Innenstadt zur Stadtgrabenseite ab. Auf der rückwärtigen Seite liegt das Gerichtsgebäude an der Domsheide. Der Bürgerpark war die grüne Lunge Bremens und repräsentierte ein Stückchen beschaulicher Natur in unmittelbarer Citynähe. Auf Initiative der Bremer Kaufleute, allen voran Hermann Holler und Franz Schütte, war ein Park für die demokratische Rekreation aller Bremer Bürger entstanden. Die Gewerbe- und Industrieausstellung 1890 geriet zu einer gigantischen Leistungsschau des industriellen Fortschritts. Das alte Parkhaus war ein riesiges Unterhaltungs- und Vergnügungsetablissement mit Platz für Tausende von Besuchern. Vom Aussichtsturm im Stadtwald sollte man bei schönem Wetter Sicht bis nach Worpswede, manchmal sogar bis nach New York haben können. Die Wallanlagen waren bereits nach den Napoleonischen Kriegen zum stadtnahen Erholungsgebiet geworden. Kunstbeflissener Bürgersinn ließ hier das Stadttheater auf dem Tempelberg und die Kunsthalle am Ostertor Steinweg entstehen. Durch seine Neuerwerbungen und eine planmäßige Ausstellungspolitik verhalf der Kunsthallendirektor Gustav Pauli dem Institut zu hohem Ansehen. In der vorindustriellen Zeit war Freizeit ein Privileg des Adels und der Reichen gewesen. Bald aber hatten immer mehr Menschen die finanziellen und zeitlichen Möglichkeiten, sich nach Feierabend und am Wochenende zu vergnügen. Ausflugsfahrten rangierten an erster Stelle. Die Ausflugsdampfer legten am Martini-Anleger an der Schlachte ab und tuckerten die Weser aufwärts. Unterwegs begegnet man qualmenden Schleppern und auch schneeweißen Segelbooten. Das Ziel ist bald erreicht, der Fegesacker Hafen. Man spaziert auf der Promenade, in der Ferne ragen die Helden des Vulkan in den Himmel empor.
Seit langen Zeiten werden Segelboote unterschiedlichster Größenordnung auf der Lürsenwerft am Fuße der Kroner Düne hergestellt. Eine kleine Stippvisite führt ins Zentrum Fegesachs. Stadtwärts gelangt man in die wunderschönen Anlagen von Knops Park am hohen Ufer. Mächtig überragen die Ozeanriesen am Vulkan Pier das kleine Ruderboot. Bei Kaffee und Kuchen kann man wunderbar das Panorama auf der Weser genießen. Die 1907 von Georg Abeking und Henry Rasmussen gegründete Boots- und Yachtwerft in Lemwerder ist auf Segeljachtbau spezialisiert. Erkundet man die ländliche Umgebung der Fegesacker Aue, trifft man auf ehrwürdige niedersächsische Bauernhäuser. Und längs der Lesum kann man die friedlich beschauliche ländliche Idylle genießen. Die Weser war ein äußerst beliebter innerstädtischer Freizeitraum. Von Farge bis Hemelingen zogen sich feinste Badestrände, die bis nach dem Zweiten Weltkrieg ausgiebig genutzt wurden. Ob in Timmermanns Badeanstalt direkt am Pustdorfer Fähranleger, ob am Hastedter Lido, in der Nähe der Altstadt am Oberländer Hafen, an heißen Sommertagen amüsierten sich hier überall die Menschen im kühlen Nass. Getreu der Parole des ehrwürdigen Turnvater Jahn, Kampf um die Leiblichkeit gegen einseitige Vergeistigung, trainierten die Bremer in Schulen und Vereinen mit Gymnastik und Leibesübungen ihre Körper. ...1928 wurde das Weserstadion als repräsentative Sportstätte gebaut. Etwa zur selben Zeit institutionalisierte man das Radrennen rund um Bremen. Dort zu gewinnen war zumindest eine regionale Auszeichnung. Schickere und kostspieligere Wassersportarten waren einstweilen noch den oberen 10.000 vorbehalten. Ein Boot, welcher Art auch immer, musste schließlich erst einmal bezahlt werden. Helgoland war für viele Menschen schon eine besondere Reise, die man im Leben nicht oft machte. Vorbei an den prächtigen Kapitänsvillen am hohen Ufer schnürt der Dampfer zielstrebig auf die offene See zu. Der Leuchtturm Roter Sand ist das letzte Zeichen des Festlandes. Und bald taucht sie in der Ferne auf, die rote Felseninsel. Eine Reise nach Helgoland war ein Privileg, abhängig von den finanziellen Ressourcen, die einer Familie zur Verfügung standen, und besonders für die Kinder ein Erlebnis. In wohlsituierten Haushalten ließen sich auch andere ausgefallene Kinderwünsche erfüllen. Spielzeug war für viele Kinder etwas Kostbares. Ich erinnere, natürlich war es nun in der Nähe des Bürgerparks. Wir wurden sehr viel, weil man damals ja sehr viel auch vom Spazierengehen hielt, wurden wir also in den Bürgerpark geschickt und so, was wir uns sehr gern taten und da wunderbar spielen konnten, auch damit Freunden und Freundinnen und so. Und ich bekam dann so im Laufe der Zeit immer zu Weihnachten und Geburtstag wünschte ich mir, was ich mir vorher im Katalog von Märklin genau aussuchte, eine kleine elektrische Eisenbahn zusammen. Und konnte wunderbar Eisenbahn spielen, stundenlang, meistens dann auch mit einem Schulfreund zusammen. Nachdem man die Schularbeiten mehr oder weniger schnell und hastig gemacht hatte, ehrlich wie ich hatte. Oder
Wir hatten oben auf dem obersten Flur, der war sehr groß, hatten wir einen Ping-Pong-Tisch stehen, dass wir, wenn er etwas eng und beengt, aber konnten wir doch ein bisschen Ping-Pong spielen. Und am Wochenende vor allem machten wir schöne Ausflüge, fuhren meinetwegen nach Fischerhude raus, wo er dann hinritt und wir dann mit dem Auto gefahren wurden und gingen dann da spazieren und wollten draußen im Körpersgasthof etwas zum Mittag essen und so. Das war eigentlich alles sehr schön. Ein alter Merian-Stadtführer schwelgt. Das Rathaus, welches ein köstliches und angenehmes Fundament, nämlich den öffentlichen Weinkeller hat, in welchem der Rat den Wein um ein leidlich Geld hergibt. Damals waren die Ratsherren die einzigen, die Wein ausschenken durften, was ein einträgliches Geschäft gewesen sein dürfte. Und bis heute zeichnet den Ratskeller eine Atmosphäre gediegener Bürgerlichkeit aus. Etablissements der Unterhaltungsbranche mit langer Tradition wie die Zentralhallen oder das Astoria boten mit Konzerten, Tanzveranstaltungen, Maskenbällen, Varieté und Kabarettshows professionelles Vergnügen an. Eher Seriöses fand man in den Konzert- und Ausstellungssälen der Glocke. 1928 wurde der Kolumbusbahnhof, der Bahnhof am Meer in Bremerhaven, fertiggestellt. Das Kreuzfahrtgeschäft boomte, ob zur Wikingerfahrt nach Island, ob zum Bildungstrip nach Oxford und Cambridge oder in die Glitzermetropole New York. Reisen auf den großen Ozeanpötten erfreuten sich besonders unter den begüterten Schichten großer Beliebtheit. Auf dem Promenadendeck und im Café, auf dem Sportdeck und beim Friseur oder im Speisesaal. Überall war etwas vom Glanz und Glamour der großen, weiten Welt zu spüren. Im Januar 1933 war Hitler Reichskanzler geworden. In Bremen hatten die Nazis jedoch selbst mit den Stimmen der Kampffront Schwarz-Weiß-Rot keine parlamentarische Mehrheit. Am 6. März wurde per Staatsstreich ein Reichskommissar eingesetzt, der Senat zum Rücktritt gezwungen. Paraden, Aufmärsche und politische Inszenierungen sollten nun die Öffentlichkeit beeindrucken und auch in Bremen den nationalsozialistischen Konsens organisieren. Diese Bemühungen waren durchaus erfolgreich. Hitler selbst war nur einmal in Bremen, beim Stapellauf des Ostasiendampfers Scharnhorst 1935 auf der AG Weser. Das ist der Nachbau eines alten Nydam-Wikinger-Schiffes. Parteifunktionäre wie Gauleiter Karl Röver inszenierten auch auf lokaler Ebene politische Schauveranstaltungen. Junge BDMlerinnen auf dem Weg in die Jugendherberge. Ein Volk wurde in Organisationen, Bünden und Verbänden totalitär erfasst, militärisch gedrillt und ideologisch ausgerichtet. Auf der anderen Seite schien der Alltag endlich wieder aufgrund wirtschaftlicher Stabilität verlässlich organisierbar zu sein. Die Menschen hatten das Gefühl, es ginge wieder aufwärts.
Immer wieder Uniformen und Aufmärsche. Einschüchternd, bedrohlich. Ein Klima des Misstrauens entstand. Es war nicht sehr klug, und ich kann Ihnen das sagen, zu viel in Gegenwart der Kinder zu sprechen. Mein Vater hat mit mir erst, als ich 15 wurde ich gerade, über deine Kassette gesprochen. Die Zeiten, wo er in Oranienburg in Sachsenhausen war. Und auch ein bisschen gesagt, wieso es dahin kam zu 33, so wie er es einem 15-Jährigen sagen konnte. Weil wenn wir vorher nur irgendwo was gesagt hätten, ganz unbedarft und sie sofort die Alten wiedergeholt hätten. Und für meine Mutter war es vielleicht noch schwieriger. Sie hat die ganzen Jahre, als sie wieder rauskam, in Hamburg mussten wir wegkommen, diese Großeltern, kam sie zu mir wieder rüber. Gab es kaum Arbeit. Wo immer sie kam und konnte nicht grüßen, war sie wieder draußen. Sie hat hinterher, ich glaube 38, Vater kam wieder, bei Delsack in Bremen Zeltplan nehmen können. Da, die haben mich so sehr danach gefragt und sie ist über die Runden gekommen. Und zwischendurch hatte sie die einzige Gelegenheit, mit einem Münchner Zuckerwarenhändler über die freien Märkte und Märkte zu ziehen. Immer wenn die DAF zum Prüfen kam, nach 14 Tagen, zog man schon weiter. So hat sie damals sozusagen mich durchfüttern können über die Verkauf von Zuckerwaren auf den Märkten. Lange Zeit waren viele Juden, wie der Kaufhausbesitzer Julius Bamberger, angesehene Bremer Bürger gewesen. Die Parole "Schlagt alle Juden tot" war dennoch schon in den Jahren der Weimarer Republik populär. Im Dritten Reich allerdings wurde sie mit fürchterlicher Konsequenz verwirklicht. Vor allem die organisierte Arbeiterbewegung leistete mit Straßenparolen und illegalen Zeitungen aktiven Widerstand, saß aber bald in den KZs Missler und Ortum Sand. Nach Kriegsbeginn wurden knapp 30.000 Zwangsarbeiter nach Bremen deportiert. Mindestens 6.000 von ihnen fanden hier den Tod. Wer Hitler wählt, wählt Krieg. Was Oppositionelle schon vor 1933 gesagt hatten, wurde bittere Wahrheit. Die exponierte Lage Bremens an der Küste und die ansässigen Kriegsindustrien, Focke Wulf stellte Jäger her, AG Weser und Vulkan U-Boote, Borgward Munition und Kettenfahrzeuge, machten die Stadt zu einem bevorzugten Ziel. Über 900.000 Bomben legten Bremen in Schutt und Asche. Nur 2 Stunden waren die Stützpunkte der alliierten Luftwaffe entfernt. Am 18. Mai 1940 fielen die ersten Bomben auf Bremen. Insgesamt flogen die Alliierten 173 Luftangriffe. Ende der Hitler-Diktatur ist die alte Hansestadt zu über 60% zerstört. 4.000 Menschen sind in den Bombennächten umgekommen. Am 20. April 1945 stehen die Briten vor Bremen. Sie geben der Wehrmacht 24 Stunden Zeit zu kapitulieren. Am 25. April flieht der NS-Kreisleiter. Am 26. April ist Bremen fast vollständig besetzt. Doch erst nach verlustreichen Straßenkämpfen kann der Kampfkommandant Becker in seinem Befehlsbunker im Bürgerpark zur Kapitulation gezwungen werden. Bremen ist ein Trümmerfeld. Alle Brücken und der Flughafen sind zerstört, ebenso wie das Gas- und Elektrizitätswerk. Im Hafen sind nur noch 12 Speicher- und Schuttenkräne einsatzfähig, von ehemals über 200.
Die Versorgungslage für die Bevölkerung ist katastrophal. Ohne Hilfe der Alliierten wäre ein Überleben kaum möglich. Am 20. Mai 1945 übernehmen die Amerikaner die Stadt von den Briten. Die bremische Enklave wird der Nachschubhafen der US Army. Ein Glücksfall für Bremen, sagt man. Und da kam auf diesem Weg, den wir hier sehen, der längs des Arres, das kleine Feldweg läuft, ein Bauer mir entgegen von da hinten und rief mir zu: Wilhelm, putz den Zylinder, sie kommt und holt die. Ich weiß, dreh mich um, da sehe ich, dass hier ein amerikanischer Offizier des Weges entgegenkommt und wie er bei mir ist, stelle sich vor als Professor Dorn, von der Militärregierung beauftragt, hier in Bremen eine Zivilverwaltung, einen Senat in Vorschlag zu bringen, der berufen werden kann.